So, thirdly, the manner of abiding, that is to say, how the mind is, rests as the very pure ground, which could also be translated as the ground of primordial purity. This has five aspects. Und dann heißt es, drittens, die Art und Weise des Verweilens ruht als der sehr reine Grund. Und das könnte man auch übersetzen als der Grund der, oder der, die Basis des, der großen Reinheit, der ursprünglichen Reinheit. Und das hat fünf Aspekte. So, the very pure ground means that the ground of everything we experience, ourselves and all phenomena, is pure. Der sehr reine Grund heißt, dass die Grund oder Basis aller Erfahrungen, aller Phänomene rein ist. Pure means pure from the very beginning. Und rein bedeutet rein von einem Anfang an. Unchangingly pure. Unveränderlich rein. Which means uncontaminated. Und das bedeutet auch unverschmutzt. Or beyond contamination. Oder jenseits von Verschmutzung. So this is often referred to as Vajra. Indestructible. Dazu, darauf nimmt man oft Bezug als auf ein Vajra, als etwas Unzerstörbares. And again, a traditional example for this is like a mirror. Und dafür das traditionelle Beispiel ist wieder wie der Spiegel. Images arise in the mirror. Bilder erstehen im Spiegel. Some of the reflections we think of as beautiful, some we think of as ugly or disgusting. Manche von den Spiegelungen im Spiegel erscheinen uns wunderschön, andere hässlich oder sogar vielleicht ekelhaft. The mirror as mirror is not made beautiful by having a beautiful reflection. Aber der Spiegel als Spiegel wird nicht wunderschön gemacht, nur weil er eine wunderschöne Spiegelung hat. In the mirror is not made ugly or disgusting by having something, some image reflection that we find disgusting. Der Spiegel wird auch nicht hässlich oder ekelhaft dadurch gemacht, dass wir da ein Spiegelbild finden, das hässlich oder ekelhaft ist. The reflection is in the mirror. Die Spiegelung ist im Spiegel. It seems to be the mirror. Erscheint als der Spiegel. But it's not the mirror. Ist aber nicht der Spiegel. So it's the same with our mind. Different kinds of thoughts and feelings arise. Gleich mit unserem Geist, verschiedene Gedanken und Gefühle entstehen. The mind is not touched by any of these. Aber der Geist wird von all dem nicht berührt. The mind is the illuminating clarity. Der Geist ist die erleuchtende oder beleuchtende Klarheit. The ego is not like that. Ego ist aber nicht von der Art. The ego is very absorbent. Das Ego ist sehr absorbierend. When we feel sad, we are sad. Aufsaugen sozusagen. Wenn wir uns zum Beispiel traurig fühlen, dann fühlen wir uns wirklich traurig. We don't like it. Und das mögen wir nicht. If you see a cat being crushed under a car wheel, you don't like it. Wenn wir eine Katze, die gerade überfahren wird, sehen unter einem Rad, Autorad, dann mögen wir das nicht. You think, oh God, look. Wir wollen das nicht sehen. Because it fills us with this feeling. Es füllt uns mit diesem Gefühl an. Oh, I wish I hadn't seen that. Oh, ich wünschte, ich hätte das nicht gesehen. We might even feel, oh, I can't get it out of my mind. Oder wir können vielleicht das Gefühl haben, wir können es überhaupt nicht loswerden, das Bild. So, this is what we understand as a familiar post-traumatic stress disorder. Das wäre das, was wir gewöhnlich unter posttraumatischen Störung, Stressstörung, bitte? Belastungsstörung. Danke. Verstehen. That some event has happened that we haven't been able to release. Das ist ein, wenn ein Ereignis stattgefunden hat, das wir nicht loslassen können. Somehow it's got hold of us. Es hat uns irgendwie ergriffen. So again, this is the difference between awareness and the ego. Das ist wieder der Unterschied zwischen Bewusstheit und Ego. The simplicity of awareness is uncontaminated. Die Einfachheit der Bewusstheit ist derbbar und vergiftbar. So, he's always here talking about the mind, which is our own mind. Und wenn wir hier über Geist sprechen, ist es unser Geist. He says, being intrinsically empty from the very beginning, it has been pure regarding all substantial phenomena, and thus it is the very pure sphere.
Das heißt hier, indem er innewohnend leer ist von allen Anfang an, war rein in Bezug auf alle substanziellen Phänomene, und auf diese Weise handelt es sich hier um die sehr reine Sphäre. The very pure sphere means like space. At the moment there is some strong weather and some heavy rain every now and then coming from the dark clouds. Und sehr reine Sphäre heißt so etwa wie der Raum. Im Moment haben wir hier ziemlich schweres Wetter und es kommt schwere Regen und aus den dunklen Wolken heraus. If you are walking outside and the heavy rain comes, you get soaked. Wenn wir gerade draußen sind und da kommt der schwere Regen, dann werden wir durchnässt. Your clothes absorb the rain. Unsere Kleider nehmen diesen Regen auf. But the sky doesn't absorb the rain. Aber der Himmel, der nimmt den Regen nicht auf. The air which is in the sky absorbs the water, and so we have high humidity. Die Luft, die im Himmel ist, die absorbiert Wasser und dadurch haben wir hohe Luftfeuchtigkeit. But space itself doesn't absorb anything. Aber der Raum selbst absorbiert gar nichts. It remains indestructible or pure. Er bleibt unzerstörbar oder rein. So in the same way, when our mind, which is open from the very beginning, is able to contain all things without being contaminated. In derselben Weise kann unser Geist, der offen von einem Anfang an war, fähig, alle Dinge zu umfangen, zu enthalten, ohne selbst dadurch beschmutzt zu werden. This is the basis of hospitality. Das ist die Grundlage der Gastfreundlichkeit. When we sit in the meditation practice, we can allow whatever comes to come. Wenn wir in der Meditationspraxis sitzen, können wir gestatten, dass alles, was kommt, kommen kann. Because it's not going to contaminate or destroy or harm the clarity of the mind. Es wird die Klarheit des Geistes weder beschmutzen noch irgendwie stören oder zerstören. When the clouds move together and they go in and you have a big storm, you can have lightning and thunder and so on. Wenn sich die Wolken zusammen bewegen und kommen zusammen, dann kann man große Stürme haben, Blitze und Donner und alles Mögliche. Because clouds can touch clouds. Denn Wolken können Wolken berühren. But the clouds don't touch the space. Aber die Wolken können den Raum nicht berühren. In the same way when we do the practice, thoughts touch thoughts. In der gleichen Weise, wenn wir die Praxis machen, dann berühren Gedanken die Gedanken. And when they do that, you get the impact. Wenn sie das tun, dann bekommen wir auch die Wirkung davon zu spüren. The subject side thought formation, the object side thought formation, they come together. Die Subjektseite der Gedankenformierung und die Objektseite der Gedankenformierung kommen zusammen. And you get excitement or sinking, pleasure. Kommen wir entweder Aufregung oder ein Absinken, vielleicht Freude. Something is happening. Irgendwas geschieht. But after a short period of time, they dissolve, they vanish. This is the wrong draw, self-liberating. Aber nach einer kurzen Zeit lösen sie sich auf und verschwinden, und das ist der Aspekt von wrong draw oder diese Selbstbefreiung. There is no damage to the mind as awareness. In seiner Seinsweise als Gewahrsein, als Bewusstheit, gibt es für den Geist keinen Schaden. There is no trace in space. Es gibt keine Spur im Raum. Just as the reflection doesn't leave any trace in the mirror. So ähnlich wie eine Spiegelung im Spiegel keine Spur hinterlässt. The reflection fills the mirror. Die Spiegelung füllt den Spiegel. And then goes out. Und dann geht sie wieder weg. No residue, no trace. Kein Rest, keine Spur. But it's not like that for the ego self. So ist es aber nicht für das Ego selbst. We bear things in mind. Wir behalten Dinge im Geist. We get upset, we brood about things. Wir werden aufgebracht, wir brüten über Dingen. We say, hey, what you said yesterday, I have to tell you, I don't agree. Was hast du denn gestern gesagt? Ich muss es dir wirklich sagen, bin nicht einverstanden. Why? Warum? Why we have to say this? Wozu müssen wir das sagen? Doesn't matter. Yesterday is gone. Es
spielt keine Rolle. Das Gestern ist vergangen. No, I don't think you're right. Nee, aber ich denke, es ist, du bist nicht im Recht. So, this is something we can understand. Das ist etwas, was wir verstehen können. It's important to hang on to this. Es ist wichtig, an etwas festzuhängen. Now, when we review our life experience, we know actually there's no advantage to hanging on to these things. Wenn wir unsere Lebenserfahrung zurückblicken, dann sehen wir, dass es in Wirklichkeit keinen Vorteil bietet, an Dingen festzuhängen. We know we should let it go. Wir wissen, dass wir die Dinge gehen lassen sollten. But somehow we can't. Aber irgendwie können wir es nicht. Probably most people have had the experience in a relationship. Die meisten Leute haben diese Erfahrung vielleicht in Beziehungen. It breaks up. Sie zerbricht. Somehow you accept it's broken up. Irgendwie akzeptierst du, dass sie zerbrochen ist. But one night after a glass or 20 of wine. Aber eines Abends nach einem oder vielleicht auch 20 Gläsern Wein. You're on the phone calling the person you should leave alone. Rufst du dann doch die Person, die du eigentlich sich selbst überlassen solltest. Because you know it won't be helpful. Du weißt irgendwie, es wird nicht hilfreich sein. But you feel you have to. Aber du hast das Gefühl, du musst es machen. So this is what we experience in the meditation. Und das ist das, was wir in der Meditation auch erfahren. We study the view, we get a bit of clarity, and so we know we should just keep relaxing and allowing things to be. Studieren die Sichtweise und wir erfahren ein bisschen Offenheit und Entspannung und wir wissen, dass wir diese Dinge einfach sich selbst überlassen sollten. But it doesn't feel right. Aber es fühlt sich irgendwie nicht richtig an. The arousal feels right. Es ist die Erregung, die sich richtig anfühlt. Because that's the habit formation. Das ist die Formierung von Gewohnheit. Arousal has been normalized. Das, die Erregung wurde zum Normalen. Relaxing and releasing is abnormal for the ego. Und das Entspannen und das Loslassen ist für das Ego abnormal. So, meditation, certainly in the early stages, is always a process of very sweetly, or if possible, in the practice of Dzogchen, trying to take the ego's hands off the steering wheel. Also Meditation ist immer, vor allem in ihren Anfängen, handelt davon, auf eine möglichst freundliche, süße Art und Weise, zumindest von Dzogchen-Sichtweise her, zu versuchen, das Steuer, das Lenkrad aus den Händen des Egos zu entreißen. Of course you can do more active interventions to shift your mood. Natürlich kann man aktivere Interventionen vornehmen, um die Stimmung zu verschieben. But there is an artificiality to that. Aber das weist eine gewisse Künstlichkeit auf. And so there's a danger that you have to do it every time. Und dann besteht die Gefahr, dass wir das immer tun müssen. But the habit formation is there. Aber die Gewohnheitsbildung ist natürlich auch da. So the mind itself is free of habit formation. Aber der Geist selbst ist frei von Gewohnheitsformung. And so, if we follow what he is saying here, it's always a matter of trust. Wenn wir also dem folgen, was er hier sagt, dann ist es immer eine Angelegenheit von Vertrauen. And when you get lost, as soon as you recognize this, just release it. Wenn du also verloren gegangen bist, sobald du das erkennst, entlasse es, lass es los. And we have to practice releasing it without a trace. Und wir müssen es praktizieren, dass wir es schaffen, es loszulassen ohne eine Spur. This is quite difficult because we tend to flick things away. Und das ist schwierig, weil wir eher die Neigung haben, die Dinge so wegzuschnipsen. Releasing is slightly different. Aber das Entlassen, das Loslassen ist etwas anders. In fact, we don't have to let it go. In der Tat, es sind nicht wir, die wir das loslassen müssen. Letting go is not an activity. Das Loslassen ist keine Aktivität. As the Dzogchen texts say again and again, all phenomena are self-liberating. Wie die Dzogchen Texte wieder und wieder sagen, sind alle Phänomene selbstbefreiend. What we have to do is to stop grasping.
Was wir tun müssen, ist, dass wir aufhören zu greifen. So then we're looking, what is the need which drives the grasping? Das heißt, wir müssen gucken, was ist das Bedürfnis, das dieses Greifen antreibt? What is the lack? Wo ist der Mangel? Then the mind itself has no lack. Denn der Geist selbst weist keinen Mangel auf. So then we know we are situated in the ego and not in the mind. Also wenn das passiert, dann wissen wir, dass wir in unserem Ego lokalisiert sind und nicht im Geist. And the ego cannot practice Dzogchen meditation. Aber das Ego kann keine Dzogchen Meditation praktizieren. The ego can do prostrations. Das Ego kann Verbeugungen machen. The ego can visualize a mandala. Das Ego kann Mandalas visualisieren. Do all kind of things. Kann eine Menge Dinge tun. But it can't do Dzogchen. Aber es kann kein Dzogchen machen. Which is why when we begin with this 3R, we are releasing the ego fixation. Und das ist der Grund, warum wir, wenn wir diese 3Rs machen, diese Ego-Fixierung loslassen. And it's also why the text recommend that you should do the practice for short periods of time, 5 minutes, 10 minutes. Und das ist auch der Grund, warum die Texte empfehlen, diese Art von Praxis erst einmal für kurze Perioden zu machen, 5 Minuten, 10 Minuten. Because we have many subtle tendencies. Denn wir haben viele subtile Tendenzen. They're so habitual and so part of our life that they permeate what we do without our even really being aware of it. Wir sind so gewohnheitsmäßig und so sozusagen unser Leben durchdringend, dass wir nicht einmal oft bemerken, dass sie überhaupt in dem, was wir tun, eingreifen. So, if you try to do the meditation for a long period of time, you're likely to find more permeation with these tendencies. Wenn wir also versuchen, eine Meditation lange Zeit zu machen, dann werden wir wahrscheinlich finden, dass diese Tendenzen unsere Meditation noch mehr durchdringen. So relax and open and sit for a while and then go on to do something else. Wir entspannen uns und öffnen uns und sitzen für eine Weile und dann gehen wir los und machen etwas anderes. So if you get up to make a cup of tea, wenn du dann aufstehst, um dir eine Tasse Tee zu machen, really you're saying, hey, sweet ego, help me make the tea. Sagen wir, ey, süßes Ego, hilf mir mit dem Tee. You're really a star. This is your moment. Du bist wirklich ein Star und das ist dein Augenblick. You and cleaning the bath, perfect. Du und das Putzen des Badezimmers, perfekt. But meditation, leave it alone. Aber von der Meditation lass deine Finger weg. So then he says, the energy of emptiness is unceasing as experience. And so from the very beginning, there has been purity with regard to the illusion of the mind appearing to be real. This is the very pure original knowing. Dann heißt es hier, die Energie der Leerheit ist unaufhörlich als Erfahrung. Und so war von allem Anfang an die Reinheit in Bezug auf die Illusion des Geistes, der Erscheinung des Geistes als real zu erscheinen da. Das ist die sehr reine das sehr reine ursprüngliche Wissen. So we are very, very lucky to be born with a human body. Wir haben sehr großes Glück, mit einem menschlichen Körper geboren zu sein. And to be born at this time in the West. Und wir sind in dieser Zeit im Westen geboren. We have some access to the Buddhist teaching. Wir haben einen gewissen Zugang zu buddhistischen Unterweisungen. And we have the opportunity to have many different kind of life experiences. Und gleichzeitig haben wir auch die Gelegenheit, viele verschiedene Arten von Lebenserfahrungen zu sammeln. Happy times, sad times. Glückliche Zeiten, traurige Zeiten. And if we look back on our life, we see, oh, really? It's just like the text says, it's like a dream. Wenn wir zurückschauen auf unser Leben, dann können wir sehen, dass es genauso ist, wie der Text sagt, es ist wie ein Traum. It seemed so real, I thought it would last. Es hat so real ausgeschaut, ich dachte, es wäre beständig. And now it's gone. Und jetzt ist es weg. And I can't go back into it. Und ich kann da auch nicht zurückgehen. And this was like a magical room which opened up. Das war wie ein magischer Raum, der sich geöffnet hat. Could be the time when your children are very small. Es konnte die Zeit sein, als die Kinder sehr klein waren. Then suddenly there
no longer small. Und dann sind sie plötzlich nicht mehr klein. And all the things that you wanted to do with them when they were small but didn't do, you will never, ever, ever, ever do. Und all die Dinge, die ihr mit ihnen tun wolltet, als sie sehr klein waren, aber nicht getan habt, diese Dinge können niemals, niemals, niemals mehr getan werden. Doors open and close. Eine Tür war auf und jetzt ist sie zu. Oh, this is life. Das ist das Leben. Pulsations of access, denied access. Das sind Pulsationen von Zugang und seinem verweigerten Zugang. So, if we're fully here, with what is here, we get the big taste of it, and then when it's gone, it's gone. Wenn wir also wirklich da sind, voll da sind, wenn es erscheint, bekommen wir den vollen Geschmack davon, und wenn es gegangen ist, ist es weg. This is why they say in Dzogchen, you should live without hesitation. Und das ist der Grund, warum es im Dzogchen heißt, du solltest ohne Zögern leben. That is to say, if you're happy, be happy. If you're sad, be sad. Das heißt, wenn du glücklich bist, sei glücklich, und wenn du traurig bist, sei traurig. If you're sad when you're sad, then you taste sadness and you know what it is. Wenn du traurig bist, während du traurig bist, dann hast du einen Geschmack von Traurigkeit und weißt, was es ist. You can taste jealousy, envy, anger. Du kannst den Geschmack von Eifersucht, Zorn, Neid schmecken. Joy, freedom, feeling powerful. Du kannst die Freude, die Freiheit, das Gefühl von Macht schmecken. If you fully allow yourself to enter into that place, wenn du dir gestattest, vollständig in diesen Ort einzutreten, then you know, oh, this is an impermanent shape. Dann weißt du, dass das lediglich eine vorübergehende Formung ist. It's not nothing at all. Es ist nicht nichts. But it's not reliable. Aber es ist nichts Verlässliches. And in this way, our desire to hang on to particular shapes in the world goes down. Und auf diese Weise geht unser Begehren, an bestimmten Formungen in der Welt festzuhalten, runter, wird weniger. So, the energy of emptiness shows these many different kinds of experience. Also zeigt die Energie der Leerheit viele verschiedene Arten von Erfahrungen. And all of them have been just an illusion. Und alles davon war bloß eine Illusion. And then it's gone. Und dann ist sie weg. There is no substantial, enduring truth or validity in them. Es gibt da keine substanzielle, andauernde Wahrheit oder Gültigkeit in ihnen. Whoever we have been, we no longer are. Wer wir gewesen sind, sind wir nicht länger. Who we are now will not last for much longer. Und wer wir jetzt sind, wird auch nicht sehr lange anhalten. Tomorrow at 1 o'clock we have lunch and then we disperse. Morgen um 1 Uhr haben wir dann Mittagessen, dann werden wir uns wieder zerstreuen. We don't know if we'll ever meet again. Und wir wissen niemals, ob wir uns wieder treffen werden. So, this little room of Dharma has the door open. Das ist jetzt der kleine Raum des Dharma, dessen Tür für uns offen ist. We have the opportunity to understand something of ourselves through this teaching of Padmasambhava, who the Nyingmapa regard as the greatest guru. Du hast jetzt im Moment die Gelegenheit, etwas von Padmasambhava zu verstehen, Lehren eines jemanden, von dem die Nyingmapas denken, dass es der ganz große Guru war. And then it will vanish. Und dann werden sie wieder verschwinden. Just as every moment or period of our life has been there and vanished. Genauso wie jeder Augenblick, jede Periode unseres Lebens da gewesen ist und verschwunden ist, da gewesen ist und wieder verschwunden ist. And you can look at your existence and think, was I there in my life? Und dann kannst du deine Existenz anschauen und nachschauen, ob du wirklich anwesend warst in deinem Leben. Was I so busy with thoughts in my head, I didn't quite taste whatever was possible in that moment. Oder war ich vielleicht in meinen Gedanken, mein Geist so busy, dass ich gar nicht dazu gekommen bin, wirklich zu schmecken, was wirklich möglich war in diesem Moment. So the point of the illusory transient nature of phenomena. Das ist der Punkt dieser illusorischen, vergänglichen Natur der Phänomene. Is not to reject it as being not worthwhile because it doesn't last. Liegt nicht darin, sie abzulehnen, weil sie sozusagen es nicht wert sind, weil sie ja nicht dauerhaft sind. But to open ourselves again and again to life, however it is.
sondern uns gegenüber dem zu öffnen und zu öffnen gegenüber dem Leben, so wie es ist. Because even if it's painful, you are open. Denn sogar wenn es schmerzhaft ist, bist du immer noch offen. But if you go into picking and choosing and judging and selecting, wenn du aber in das Herauspicken und Wählen und Urteilen und Sortieren und Selektieren gehst, you are choosing the small, and this is not the original awareness. Bist du dabei, das Kleine zu wählen, und das ist nicht das ursprüngliche Gewahrsein, die ursprüngliche Bewusstheit. So that he says in the essence or the openness of the mind, having the non-duality of appearance and emptiness, all separate phenomena have been pure from the very beginning, and so it is the very pure non-duality. Und dann heißt es hier, dass in der Essenz die Nicht-Dualität von Erscheinung und Leerheit besitzt, haben alle getrennten Phänomene von allem Anfang an sind alle Phänomene von allem Anfang an rein gewesen, und so handelt es sich hier um die sehr, sehr reine Nicht-Dualität. Oh. Means like when we consider again the example of the mirror. Wenn wir also das Beispiel des Spiegels wieder aufgreifen. The mirror itself has no fixed content. Der Spiegel selbst hat keinen fixierten Inhalt. The mirror is pure because nothing touches it. Der Spiegel ist rein, weil nichts ihn berühren kann. But also the reflections are pure. Aber auch die Spiegelungen sind rein. So, if you see a reflection, wenn du eine Spiegelung siehst, which looks very ugly and disgusting, die sehr hässlich und ekelhaft aussieht, you might say, oh, that is impure. Dann könntest du denken, ah, das ist unrein. But as we've been looking today, is that the quality of the reflection or the quality of your interpretation? Aber so wie wir heute nachgeschaut haben, handelt es sich hier um die Qualität der Spiegelung oder geht es eher um unsere Interpretation? It's just a reflection. Es ist ja nur eine Spiegelung. There's nothing there. Es gibt nichts daran. You put your thought onto it. Es sind wir, die unseren Gedanken da drauf stülpen. What can your thought catch? Aber was kann ein Gedanke greifen? A reflection in the mirror has no substance to hold your projection. Die Reflexion im Spiegel hat keine Substanz, die unsere Projektion halten könnte. So it's not just the mind itself which is pure from the very beginning. Es ist also nicht der Geist selbst, der oder alleine, der rein von einem Anfang an ist. But all our thoughts, feelings, sensations. Sondern auch alle unsere Gedanken, Gefühle, Empfindungen. The thought itself is arising and passing without substance. Der Gedanke selbst ist etwas, was ersteht und vergeht, ohne eine Substanz zu beginnen, haben. It's my interpretation which contaminates the world. Es ist meine Interpretation, die die Welt verschmutzt. My putting meaning into phenomena. Mein Überstülpen von Bedeutung auf die Phänomene. This is my reverse alchemy. Das ist diese umgedrehte Alchemie. I take the gold of empty illusion. Ich nehme das Gold der leeren Illusion. And I turn it into the dross of solid things with fixed qualities. Das ist dross. Dross means like what's left after a fire, the leftovers. Ich verwandle das in die Asche von Schlacke von leeren Illusionen. I'm left with myself. Und dann bin ich übrig gelassen worden mit mir selbst. The tedium of an eternity of me being me, being me. Dieses Mühsal des eine Ewigkeit von ich zu sein, von immer wieder ich zu sein. The fresh mirror shows so many things. Der frische Spiegel zeigt so viele Dinge. But who wants that when I can be me? Aber wer will das haben, wenn ich sein kann? And me, and me. Und ich und wieder ich. Some of you may know this old play from Jean-Paul Sartre. Manche kennen vielleicht dieses alte Theaterstück von Jean-Paul Sartre. Huis clos. Which is translated as no exit. Wird übersetzt als kein Ausgang. And somebody finds himself in a room.
Jemand findet sich selbst in einem Zimmer. So, must be a waiting room, sitting a bit, looking at people, then he starts to talk to people. Muss ein Wartezimmer sein, sitzt ein bisschen und fängt an, Leute anzuschauen, mit ihnen zu reden. And then he finds, oh, you never get out of this room. Und dann findet er heraus, dass man dieses Zimmer niemals mehr verlassen kann. The ego is Hotel California. Das Ego ist Hotel California. It just goes on and on and on. Es geht weiter und weiter und weiter. So that's the horror story. If you choose to keep building and building yourself. Das ist die Horrorgeschichte, wenn man es wählt, sich selbst immer wieder weiter zu bauen. But all phenomena have been pure from the very beginning. Aber alle Erscheinungen waren rein von allem Anfang an. So, there is no need to choose between this and that. Es gibt also keinen Grund, zwischen diesem und jenem zu wählen. They are all intrinsically pure. Alles ist innewohnend rein. And so, we can relax. Und so können wir uns entspannen. Awareness will not be contaminated. Die Bewusstheit wird niemals verschmutzt sein. So, relax more into awareness, more into awareness. Entspannt also mehr in die Bewusstheit und immer noch mehr in die Bewusstheit. This truth or the undeniability of this has not been created suddenly, but has been present from the very beginning. And so it is the natural or original purity. Dann heißt es hier weiter, diese Wahrheit wurde nicht plötzlich erschaffen, sondern war von allem Anfang an anwesend. Und auf diese Weise ist sie die natürliche Reinheit. So, how come it hasn't been created? Everything else seems to have been created. Wie kommt es, dass sie nicht erschaffen worden ist? Alles andere scheint erschaffen worden zu sein. But the emptiness of phenomena. Die Leerheit der Phänomene. When we look at them, we find this is always the case. Wenn wir schauen, wenn wir sie angucken, dann schauen, sehen wir, dass es immer der Fall ist. The seeming solidity of phenomena, die scheinbare Festigkeit von Phänomenen, their reality, ihre Realität. When we look, we see, oh, this is generated, this is created, this is initiated by the movement of my own mind. Dann sehen wir, dass diese Festigkeit generiert, erschaffen, initiiert wird durch die Bewegung des eigenen Geistes. Hmm. We can see by looking ourselves again. This is no dogma at all from the beginning to the end of this text. This is look and see. Wir können sehen für uns selbst, dass dies hier kein Dogma ist. Von allem Anfang an bis zum Ende dieses Textes ist es kein Dogma, sondern es ist etwas, was wir selbst sehen können. When my mind is moving, when there's a stream of thoughts and feelings and building up pictures, things seem very important. Wenn mein Geist sich bewegt, wenn Gedanken durch uns hindurchströmen und Bilder aufbauen, dann erscheint das immer so, als sei das alles sehr wichtig. And then afterwards? Danach? Nothing. Nichts. Now is the time of exams in schools and universities. Im Moment ist es so typische Prüfungszeit an Schulen und Universitäten. People feel a lot of pressure. Und Leute fühlen eine Menge Druck. If you're successful, you get a bit of paper. Wenn du Erfolg hast, wirst du ein Stück Papier bekommen. It maybe opens the first door. Und dieses Stück Papier öffnet vielleicht die erste Tür. After that, the other doors are opening because you already opened the door. Und danach öffnen sich andere Türen, weil du eben diese erste Tür geöffnet hast. All the anxiety about trying to pass. Und alle Ängstlichkeit darüber, es zu versuchen, vergehen. Was artificially generated by the idea that examinations are useful. Und es war künstlich erschaffen durch die Idee, dass Prüfungen nützlich sind. All that pressure to have something which afterwards becomes pretty irrelevant. Diese ganze Druck, etwas zu bekommen, was bedeutend scheint und sich aber im Nachhinein als ziemlich irrelevant herausstellt. There are plenty of people with degrees who you would never want to employ. Es gibt einen Haufen Leute mit Abschlüssen, die man niemals beschäftigen wollte. There's a lot of stupid people with PhDs. Es gibt eine Menge dumme Leute mit Doktortiteln. There's a lot of
qualified psychotherapist that I would never refer any patient to. Es gibt eine Menge qualifizierter Psychotherapeuten, also qualifiziert im Sinne von mit Abschluss, zu denen ich niemals einen Patienten schicken würde. Because a piece of paper is abstract. Denn ein Stück Papier ist nur eine Abstraktion. A person is real. Und eine Person ist real. Life is not abstract, it is performative. Das Leben ist nicht abstrakt, das ist performativ. And our increasing addiction to bits of paper. Diese zunehmende Sucht nach Stücken von Papier is a way of hiding our incompetence at seeing people. Ist eine Art und Weise, unsere Inkompetenz darin, Leute zu sehen, zu verbergen. People show themselves. Leute zeigen sich. And that's what we want. We want to hang out with people who are kind of in the dance, who can boogie around. Das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen mit Leuten rumhängen, die sozusagen wissen, wie man tanzt, die wirklich umher boogie machen können. Diplomas don't dance. Diplome tanzen aber nicht. People dance. Es sind Leute, die tanzen. So this is the whole thing, that all the artificial structures, all the different ways in which we try to construct ourselves. Das ist hier das Ding, dass all diese künstlichen Strukturen, all die Wege, auf denen wir versuchen, uns selbst zu konstruieren, are creating our past. Nichts anderes tun, als unsere Vergangenheit zu erschaffen. We're leaping into the future to create more past. Wir springen in die Zukunft, um noch mehr Vergangenheit zu erschaffen. But in the present, there's nothing to hold on to. Aber in der Gegenwart gibt es nichts, woran man festhalten könnte. This emptiness has always been there. Und diese Leerheit, die war schon immer da. What is constructed is transient and ephemeral. Was konstruiert wird, ist vorübergehend und ephemer, flüchtig. Then he says there are no other phenomena which are not pure from the very beginning, and so it is the very great purity. Und dann heißt es hier, es gibt keine anderen Phänomene, die nicht von einem Anfang an rein gewesen wären, und auf diese Weise ist es die große Reinheit. So he's going over the same points from different angles. Das heißt, er geht sozusagen über dieselben Punkte von verschiedenen Gesichtswinkeln. Because he wants us really to see. Denn er will, dass wir das wirklich sehen. You cannot find anything anywhere which is not pure. Du kannst nirgendwo nichts finden, was nicht rein wäre. That is to say, no matter what you project into objects. Das heißt, ganz gleich, was du in die Objekte projizierst, has nothing to do with the object. Hat nichts mit dem Objekt zu tun. You like someone, you want them to be your friend. You don't like someone, you want to avoid them. Du magst jemanden, du willst, dass jemand dein Freund wird, oder du magst jemanden nicht und möchtest ihn vermeiden. What does this tell us about that person? Was sagt uns denn das überhaupt über diese andere Person aus? Nothing. It tells us about ourselves. Sagt uns gar nichts. Es sagt uns etwas über uns selbst. I am projecting my topology, my disposition onto the world and then thinking, oh, that's the truth out there. Ich projiziere meine Topologie, meine Disposition auf die Welt und dann denke ich, ah, das ist die Wahrheit, die da draußen ist. So what this means is true ethics and true compassion is to be very light in our touch in the world with other people. Und was das bedeutet, ist, dass wahre Ethik, wahres Mitgefühl bedeutet, wirklich eine sehr, sehr leichte Berührung mit anderen Leuten in der Welt zu haben. We should be very careful before we sum someone up. Wir sollten sehr sorgfältig, sehr vorsichtig sein, bevor wir sozusagen zu einer Schlussfolgerung über jemanden kommen. As if we had access to total knowledge about them. So als ob wir Zugang zum totalen Wissen über die Person hätten. It's just my opinion. Es ist lediglich unsere Meinung. At this time, under these conditions. Zu dieser Zeit und unter diesen Umständen. This is the primordial purity of all phenomena. Und das ist die ursprüngliche Reinheit aller Erscheinungen. That no matter what I project into a person, that doesn't touch them. Dass ganz gleich, was ich in eine Person projiziere, das die Person nicht berührt. Of course, if someone hates us and insults us, we feel hurt. Natürlich, wenn jemand uns hasst und uns beleidigt, dann fühlen wir uns verletzt. That's the sensitivity of the ego. Das ist die Empfindlichkeit des Ego. But it doesn't define who I am unless I absorb that
identification is true. Aber das definiert nicht, wer ich bin, solange ich nicht die dieses als die Identifizierung, wer ich bin, absolviere. Das so, Ego ist absolviert. So this is pointing to the great freedom of the mind. Und das weist auf die große Freiheit des Geistes hin. Whatever anyone says about you, was immer jemand über dich sagt, is them showing their mind. Das sind sie, die ihren Geist zeigen. It's not you. Das bist nicht du. We are not catchable in knowledge. Wir sind nicht durch Wissen einfangbar. We know that in many countries there is state guaranteed prejudice. Wir wissen, dass in vielen Ländern ein staatlich garantierter Vorteil herrscht. Prejudice against the education of girls, prejudice against refugees, foreigners, and so on. Vorteil gegen die Bildung von Mädchen, Vorteil gegen Flüchtlinge, gegen Ausländer und so weiter. All of these positions arise from the thought we know what girls are. All diese Positionen entstehen aus dem Gedanken, zum Beispiel zu wissen, was Mädchen sind. We know what they should do, we know what their capacity is, and so. Wir wissen, was sie tun sollten, wir wissen, was ihre Befähigung ist und so weiter. If we look, we see that knowledge limits the world. Wenn wir schauen, dann wissen wir, dass das Wissen die Welt begrenzt. While awareness opens the world. Während Bewusstheit die Welt öffnet. It's not that knowledge of specifics is bad. Es ist nicht so, dass das Wissen über die spezifischen Aspekte schlecht ist. If you know someone very well, you might be able to say something specific about certain characteristics that they frequently exhibit. Wenn man jemanden sehr gut kennt, dann kann man vielleicht auch sehr gut über bestimmte spezifische Charakteristiken sagen, die diese Person auch zeigt. But we don't know the whole person. Aber das ist ohne die ganze Person zu kennen. So my thought comes after the event. In den Worten, mein Gedanke kommt immer nach dem Ereignis. Given that the world is already manifesting and showing itself, wenn man es als gegeben sieht, dass die Welt sich bereits manifestiert und zeigt, when I make a finalizing statement about someone,